Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Wählen und ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wir werden in der Folge, hier haben wir schon geplündert, mal Wildes Herz weitermachen. Ich hatte eigentlich gedacht, hier hätten wir fertig. Haben wir gar nicht. Und dafür müssen wir mal eben porten nach Heidfelde. Wir sollen nämlich die Wälder untersuchen. Ich weiß nicht, warum wir das damals nicht weitergemacht haben. War der Endgegner? War da ein Endgegner? Nee. Wir sollen ja erstmal die Wälder hier durchsuchen. Okay, wir latschen mal. Hopp. Ach, Geralt. Zack. Wir sollen die Wälder durchsuchen und nach Hannah suchen. Die Suche nach Hannah. Schön gemacht, echt, das sieht so toll aus. Ich bin jetzt mal geflasht, wenn ich hier rumlaufe. Egal, wo ich hier rumlaufe auf der Map. So, wir müssen in die Richtung und ab hier sollen wir dann suchen. Wölfe, wir sind mir eigentlich sehr willkommen. Können wir die auseinandernehmen? Wie weit sind die entfernt? Da sind sie. Fleisch. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Wählen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist, um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Irgendwie glaube ich ihr nicht. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Okay. Da ist sie wieder vor Ort. Hundeteig ist jetzt nicht das, was ich... Da, Wolfsleber, das sieht schon besser aus. Gut, dann schauen wir mal. Und eine Spur finden. Irgendwas finden. Wir finden gar nichts. Natürlich noch besser. Nehmen wir eben diesen Busch mit, der geht mir nämlich auf den Nerv. Ja, Spuren, Spuren. Wo finden wir Spuren? Da. Klauenspuren. Sie sind tief. Das war kein Mensch. Leiche untersuchen, zurücktreten. Ja, wir untersuchen. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Jetzt kann man zurücktreten. Langsam wird's interessant. Hier sind noch mehr Spuren, ne?
Oh, die. Da ist noch was. Das muss Hanna aus einer verwesenden Steiche essen. Überall ist Blut. Werwolf, ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Ja, aber wir haben ja helllichter Tag. Da kann ja nichts passieren, ne? Oder? Finde das Lager des Werwolfs mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, wir haben noch keine Hütte hier gesehen. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Spontan würde ich sagen, zu diesem Stein, mein Freund. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Okay. Die hat er jetzt noch nicht gelb markiert, warum? Verdammt, ja. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Ist er in die Richtung dann? Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Mhm. Oh, okay. Was ist die Richtung? Du zeigst uns die Spur nicht mehr an. Mann! Da ist er doch. Geht die in die Richtung jetzt oder was? Gespannt, wo uns jetzt hinführt. Gute Hanna. Oh oh. Das ist ein Bär, oder? Hier ist die Spur. Wieso ist die Spur hier zu Ende? Mal hier eine neue aufnehmen. Okay, wir müssen hier wieder eine neue Spur aufnehmen. Da ist sie. Bist du? Das ist ein Bär. Werwolf kann ich sein. Wir kommen später zu dir, Meister Pets. Oder jetzt? Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Okay, scheint ja wohl. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? FKK-Fetischist? Wir machen erstmal den Dicken hier. Au! In den dicken Bären. Oh. So. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier auf der Karte? Also wir müssen garantiert zur Hütte, da bleibt gar kein Zweifel offen. Dann gehen wir da auch mal hin. Pack mal weg den Hobel. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Dann gehen wir mal rein. Vielleicht ist ja noch jemand at home. Hier ist eine Spur. Ich will aber nicht lesen. Looten haben wir hier nix. Da ist was. Silberbarren.
Ziegenhaut. Silberbarren. Oh, eine blaue Armbrust. Da liegt eine Notiz. Schlüssel, okay. Notizen. Von wem die wohl sind? Wir werden es rausfinden. Geheimnisvolle Notizen. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit, weit weg sein von allem. Weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemand verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die mir zu nahe kommen. Also unser Jägersmann ist der Werwolf. Aha. Aber... warum? Lässt er uns nach seiner Frau suchen? Wenn er sie eventuell zerrissen hat. Ne, schnell reisen wollen wir nicht. Dann noch ein Teddybär. Da ist noch was. Quest aktualisiert. Aber wir haben das Versteck gefunden. Na komm, durchsuchen, machen wir, untersuchen machen wir trotzdem. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Okay, ich denke mal, das wird hier das Versteck sein, ja. Schon mal gegen einen Werwolf gekämpft? Ich weiß es gar nicht. Warte auf Einbruch der Dunkelheit. Wir nehmen schon mal Silberschwert. Ich hoffe, das ist der Bär, den wir jetzt hier hören. Wolfsbann, wie passend. Nehmen wir erstmal alles mit. Ich glaube, dann werden wir meditieren müssen, oder? Wir haben zwar jetzt 19 Uhr, aber das dauert ein bisschen, bis es düster wird. Er hatte sich schon einen Snack parat gelegt. So, das war's. Ja, dann meditieren wir mal einfach, denke ich mal. Quest. Ah ne, warte, lass mal eben gucken wegen der Armbrust. Wo ist sie? Hier ist sie. Sehr schön. Jetzt können wir aber meditieren. Haben wir noch Punkte zu vergeben. So, wann ist denn hier düster? 0 Uhr. Geisterstunde. Ist der Kollege jetzt da? Da ist er. Na komm nur. Uschi. Freund der Sonne.
Ach nee. Bist du verrückt? Zurück! Er ist gefährlich! Nein! Nicht für mich! Es ist Njellen! Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn! Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Hä? Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Ja. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Alter. Und war noch Loot, Kollege. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Mein Gott. Pack Schwert weg. Da ist der Schlüssel. Wir gehen aber nochmal eben runter. Da waren ja ein, zwei Wölfes. Wir brauchen das Fleisch. Sie müsste ja auch noch da liegen. Er wird sie ja nicht komplett verspeist haben. Würde mich mal interessieren. Ist jetzt nur Pillepalle, aber... Wolfsleber. Hundeteig. Hundeteig. Hier hat er sie doch zermalmt. Gut. Sie liegt nicht da. Dann gehen wir mal hoch, die Kiste öffnen. Ah, da war die Riesenblutspur. Okay. Das ist ein Teddybär. Komm, den machen wir noch. Sehr schön. So, haben wir den hier getötet? Bin ich mal gespannt, was wir denn jetzt kriegen. Jägerhose. Dann schauen wir mal. Jägerbuchse. Haben wir jetzt für eine Buchse? Ah ne, wir haben ja so eine äußerst schicke Assassinenhose. Okay. Die Quest hätten wir fertig. Dass wir die damals nicht gemacht haben. Ich verstehe es immer noch nicht. Ist mir ein Rätsel. So, was sagt denn die Map? Map, Map.
Edfelde, da waren wir. Hier oben haben wir noch drei Points of Interest, wo wir garantiert schon waren, die wir aber garantiert dann nicht gemacht haben, weil da gab es ein paar von die Mütze, aber wir machen es trotzdem nochmal. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.